Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem Zuhörer und Zuseher. Um was geht's da? Es geht um den elektronischen Impfpass und um das zentrale Impfregister. Und wie wird das selber von Ihnen, Herr Minister, argumentiert? Mit einem, ich zitiere, mit einem erheblichen öffentlichen Interesse, dann zur Optimierung der Impfversorgung der Bevölkerung sowie einer verbesserten und schnelleren Verfügbarkeit von Impfinformationen. Also alles für die Impfungen, alles für die Pharma. Und Sie wissen, mRNA-Impfstoffe, die Covid-Impfstoffe sind bis heute weder wirksam noch sicher, haben massivste Kollateralschäden bei der Bevölkerung angerichtet, bitte angerichtet. Es gibt keine Dokumentationen dazu. Und das Ganze wollen Sie noch im zentralen Melderegister sammeln, wo Sie dann alle durchgeführten Impfungen und alle impfrelevanten Informationen sammeln. Also alles sammeln. Alle Gesundheitsdaten und das Sammeln hat ja bereits letztes Jahr begonnen hier im österreichischen Parlament, aufbauend auf einem Entschließungsantrag der NEOS, hier beschlossen im Juli 23 von ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS, folgenden Inhalt. Sie haben beschlossen, dass die Bundesregierung aufgefordert wird und insbesondere der Gesundheitsminister die gesetzlichen Grundlagen für die Erhebung, für die Sammlung und Nutzung von Gesundheitsdaten zu analysieren und einen Umsetzungsplan zu erstellen zur Vorbereitung des europäischen Gesundheitsdatenraumes. Also schon präventiv, der europäische Gesundheitsdatenraum wurde vor 3 Monaten in Straßburg beschlossen. Sie haben also, das österreichische Parlament hat hier vorgearbeitet. Das heißt, Sie haben die Kompetenz bekommen, sämtliche Gesundheitsdaten der österreichischen Bevölkerung zu sammeln, dann an Europa, an Brüssel weiterzuleiten, an den europäischen Gesundheitsdatenraum. Und der europäische Gesundheitsdatenraum hat eine Kooperation abgeschlossen. Da waren Sie also ganz stolz, binnen eines halben Jahres mit der Weltgesundheitsorganisation. Das heißt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihre Gesundheitsdaten gehen über die Sammeln hin zur Weltgesundheitsorganisation, damit die Weltgesundheitsorganisation beim Ausrufen der nächsten Pandemie, was Sie auch, Sie wollen ja die WHO stärken, Sie wollen ja haben, dass die WHO das totale Recht bekommt, sämtliche Pandemien zukünftig, unter welchem Titel auch immer, auszurufen, damit die WHO auch sämtliche Informationen hat. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß schon, Sie machen das immer alles lächerlich, aber Herr Minister, geschätzte Damen und Herren, vor allem Zuhörer und Zuseher, hier im österreichischen Parlament. Im Jänner 2021 hat die Weltgesundheitsorganisation bereits eine Klassifizierung von Krankheiten erstellt, Herr Minister, 2021. Und jeder Krankheit wurde ein Code zugeordnet. Interessant ist, Herr Minister, Sie sollten aufpassen, interessant ist der Code zum Beispiel U12. Im Jänner 2021 hat die WHO bereits diesen Code eingeführt, folgenden Inhalts: unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von Covid-19-Impfungen. Ja, Herr Minister, Sie bestreiten das bis heute, dass es Impfnebenwirkungen gibt. Aber die WHO hat bereits im Jänner 2021 diesen Code eingerichtet. Da passt doch Ihre Erzählung, Ihr Narrativ mit dem Agieren der WHO ja überhaupt nicht zusammen. Und geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, Z28, das ist der Code für nicht durchgeführte Impfungen. Das heißt, Sie sammeln Informationen, dass zukünftig die Weltgesundheitsorganisation von jedem Menschen, von jedem Österreicher weiß, ob er geimpft oder nicht geimpft ist. Das ist ja unglaublich. Sie legen die Schiene 1:1 für die Pharmaindustrie weiter. Sie sind ein Vertreter der Pharmaindustrie, aber kein Vertreter der österreichischen Bevölkerung. Es ist erschreckend, Ihre Politik, dass Sie aus Ihrer desaströsen Covid-Politik immer noch nichts gelernt haben. Lernen Sie endlich dazu und gehen Sie nicht gegen die österreichische Bevölkerung vor und verkaufen Sie nicht unsere Gesundheitsdaten.